Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Monster Hunter 3 Ultimate live in HD mit den Aldi-Brüdern und in Farbe. Ja. Und wir gehen jetzt direkt erstmal auf die Farm. Die haben nämlich was mit uns zu bereden, nachdem ich ein paar Nebenquests gemacht habe. Und zwar nachdem ich die Quest aus Queststufe 2 mit den Alterroten, da muss man 12 Stück von erlegen oder so, nachdem ich die gemacht habe, wollten auf jeden Fall auf der Farm welche mit uns reden und deswegen gehen wir da einfach mal hin. So, was wollt ihr denn von uns? Erstmal zum Chef. Genau. Hey, du, sieh mal. Noch eine meiner Felines ist zur Farm zurückgeschlichen gekommen. Jetzt können wir noch mehr für dich anbauen. Wahrscheinlich hat der Handel der Argosi mit dem Dorf den Felines Mut gemacht. Jetzt kommen sie zurück. Bring uns ein Kraut oder einen Samen zum Anbauen und die Felines kümmern sich darum, wenn du unterwegs bist. Und sprich mit der Feline, die eben zurückgekommen ist. Man muss freundlich zu seinen Arbeitern sein, sage ich. Wenn du noch die letzte Feline überzeugen würdest, zurückzukommen, könntest du mehr Dinge gleichzeitig züchten. Bis dahin tun wir unser Bestes mit dem, was wir haben. Okay. Also wir haben eine weitere Feline, eine weitere Arbeitskraft. Das heißt, wir können jetzt, wir müssen jetzt nicht immer nur den armen Pepino arbeiten lassen, sondern wir können jetzt auch Patata arbeiten lassen. Patata ist, glaube ich, die Sprecherrolle von Dennis. Ja. In dem Fall. Patata. Getreide. Willst du schnell viel Energie bekommen, ist Getreide perfekt. Dafür, miau. Die Farm vom Dorf Morga ist stolz darauf, pestizidfrei zu sein. Niemals würden wir Gift, Pilze spritzen. Mauns. Lass dich nicht davon beirren, dass die Früchte nicht perfekt aussehen. Unser Weizen und Reis schmecken wunderbar. Tut mir leid, dass ich nervös war und davonlief, als das Beben kam. Schändlich, ich weiß. Mount. Aber ab sofort bin ich hier und werde in die Pfoten spucken. Versprochen. Überlege, würdest du mir gerne einen anderen Namen geben? Patata klingt auch so schön spanisch. Genau, Patata Piano. Bleib gesund. Warum? Weil ich dich mag. Oh, wie süß. Oh ja. So, dann reden wir mal mit unserem kleinen Pugi. Oder wie heißt das bei dir? Homer. Homer, genau, reden wir wieder. Also, was ist der Pugi? Ach, verdammt, dieses Spiel ist doch scheiße. Nee, ernsthaft, Mann. Bist du nicht auch der Meinung, eigentlich... Ich muss sagen, wir haben ja jetzt in letzter Zeit, in die letzte Woche, schon recht viel Monster Hunter aufgenommen, ne? Ja. Aber irgendwie, nee, das Spiel, das hat auch einige Macken, muss ich sagen. Egal, wir wollen jetzt auf jeden Fall heute auch noch eine Quest machen. Um diese Quest zu machen, müssen wir uns dann wohl leider erstmal unsere Waffe verbessern, das kostet wahrscheinlich wieder was. Du hast so wenig Geld und alles. Ich habe hier die Morph-Axt, ich verbessere die zur Knochen-Axt Plus, aber irgendwie... Ja, dafür brauchen wir wieder Tischlerkäfer. 16 Tischlerkäfer! 16 hast du davon! Ich wäre froh, wenn ich mal eine Handvoll davon hätte. Oh mein Gott. So, und dann können wir die Knochenaxt Plus entweder zum Knochenschmetterer oder zur Azuros-Axt verbessern. Die Azuros-Axt, was hat die denn? Die hat. Ich mach das einfach die mal. Die hat eine Giftfiole. Ah, und die geht dann zur Azuros Axt Plus oder zum Pico. Das ist spannender. ich würde sagen, da verbessere ich mal Feuer, ne? Ja, verbessere ich mir das auch noch. Ah ja, und das geht dann immer so weiter, okay. So, dann lass gucken. So, ja, jetzt müssen wir uns heute leider wieder auf eine Quest begeben. Oh, ja. Irgendwie habe ich die Lust an dem Spiel offen halb verloren, so. Ich weiß nicht, irgendwie, es liegt mir nicht. Es ist so viel Farm, in Tri war es irgendwie viel einfacher. Im Vorgänger. Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie gar keine Lust mehr darauf. Ja, also man ich muss weiß, schon sagen, ein paar Bugs, die sind schon sehr, ich sag mal, schwerfällig, also. Ja. Also viel Lust habe ich eigentlich auch nicht mehr, aber muss, ne? Ja, ich weiß es nicht, irgendwie. Und dann ist vieles wieder gleich wie ein Try, aber dann einiges dann doch nicht und... Das ist so das stiftet Verwirrung. Da weiß man nie, in was für ein Spiel ist man jetzt. Genau, es ist irgendwie total scheiße. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf eine Quest.
Ist vielleicht die letzte, weil ich habe nicht mehr viel Lust auf das Let's Play. Mal gucken. Ja, wir haben uns sowieso überlegt, ob das wirklich eine gute Idee war, jetzt Ultimate wieder anzufangen, weil eigentlich, ihr habt das in Try schon halt gesehen. Und vielleicht werden wir ab und zu Ultimate noch Hobbymatch spielen und wir überlegen halt aufzuhören mit dem Let's, also mit diesem Let's Play. Weil irgendwie. Es ist ja dasselbe. Es ist einfach unnötig. Ich spiel's noch, aber so die Story kackt mich halt schon an. Grundsätzlich macht Monster Hunter ja auch durchaus schon Spaß, aber irgendwie als Let's Play, da ist man auch immer so gebunden und so. Dann, wenn ich schon die Kommentare lese, da sind teilweise Leute schon irgendwie im High Rank und Jägerrang 4 und so. Und alles. Und ich kann halt nicht so weit spielen, weil ich an das Let's Play quasi mich gebunden habe. Ja, da habe ich es schon ein bisschen besser. Ja, also. Und das möchte ich irgendwie nicht mehr. Und jetzt kriegst du Killerkäfer. Ja. Sonst suchst du so und jetzt kriegst du Killerkäfer. Ja. Also das ist auch die Spielengine, die bei mir, ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr darauf. Ich gehe farmen ohne Ende. Tischlerkäfer kriege ich alle 1000 Mal farmen einen einzigen. So ungefähr. Weißt du, wo du hin musst? Nee. Zu 10. Ach, in 10? Ja. In 10 startet der also. Aber so die, das ist, ja, stressig. Ja, übrigens, ihr seht hier auch eine neue Monsterart. Das hier, das sind so kleine orange Yagis, nennen sich Froggies. Floggies. Sind Yagis mit einer Gifteigenschaft, aber eigentlich nichts Großes. Eigentlich wieder gleich wie in Try. Okay, in Try gab's die nicht, aber ist nichts Neues. Capcom ist da so die können sich schon, genau, die können sich eigentlich schon mal was Neues einfallen lassen. Und der Brachydios oder so, der soll ja voll overpowered sein. Da habe ich auch schon voll keine Lust drauf, den zu machen. So viel zum Thema Gifteigenschaft. Ja. Ja. Das arme Abdonov. Zweimal angerotzt. Das ist auch total fies. Die Abdonov müssen immer leiden. Ja. So, und hier spiele ich halt mit der Morph-Axt, ja. Gab's schon einen Try. Hätten sie ruhig auch mal eine neue Waffe reinbringen können, aber typisch Capcom, ne? Immer nur Geld machen. Bringen sie einen Monster Hunter raus, was dann nur so halb entwickelt wurde, was nur so total wenig Content hat. Und dann denken sie, dass sie, wenn sie dann eins mit mehr Content rausbringen, dass das dann irgendwie alles sofort total toll wäre. So. Aber eigentlich ist es das nicht. Also das Spiel ist einfach enttäuschend bisher. Macht ja schon Spaß, weil es Monster Hunter ist, aber einfach so, es ist nichts großartig Neues. Ne? Ja. Ist mir auch erst vor kurzem so klar geworden. Ich dachte am Anfang auch, boah geil, neues Monster Hunter. Neuer Content, ein neues Monster, was man noch gar nicht kennt oder doch eint. Und ja. Naja, also da. Na, wie dem auch sei, das könnte hier der letzte Part sein vom Let's Play. Also, würde ich sagen, bekämpfen wir jetzt noch diesen großen Froggy hier. Und dann wird das schon hoffentlich. Ja. Ich denke schon, oder? Du denkst was? Aufhören. Ja, ist besser. Also müssen wir gucken, jetzt mit dem Part, und wenn es jetzt gar nicht läuft, dann müssen wir wohl mal gucken. Oh, da habe ich was gebrochen, toll. Und die Bewegungen sind doch auch. Also es gibt den Froggy hier, den Großfroggy, dann gibt es den Großjagi, die haben alles genau die gleichen Bewegungen, Bewegungsmuster sind gleich. Nur, dass der dich halt hier dann ein bisschen mit Gift und so anrotzen kann. Ja, ich bin hier auch schon wieder fast tot. So, und jetzt Schreider, genau wie der Großjagi. So, jetzt läuft er wieder zurück. Ja, jetzt macht er das. Toll. Hier liegt ein Drop. Den nehme ich mir noch. Ein Shiny Drop. Froggy Schuppe. Hätten sie auch eine Yagi Schuppe hinlegen können. Genau, finde ich auch. Ist einfach alles nichts Neues. Ja. Und dann ist Capcom auch immer so
ja, wie soll man das sagen, so unschlüssig, ob sie jetzt die Spiele für die Nintendo oder für die Sony-Konsolen herstellen. Ja, das kotzt mich sowieso an. Muss man sich immer so beides kaufen, wenn man das Spiel spielen will. Und am Ende lohnt es sich dann ja doch nicht. Wie man hier sieht. Ich hatte schon irgendwie gehofft, so dass der Vorgänger hiervon, also Portable Third, kam ja nach Try, glaube ich, raus. Also es ist nicht wirklich der Vorgänger, ist nur das Monster Hunter, was jetzt danach rauskam, nach Try. Haben sie ja gesagt, das kommt in Europa raus und vielleicht sogar auf der PS3. Es kam nicht auf der PS3 raus, es kam gar nicht in Europa raus, weder in Amerika, also auch nicht in Amerika, es kam nur in Japan raus. Wow, jetzt bin ich fast tot. Da hätte er mich fast erwischt. Da sieht man wieder, wie unfair das Spiel sein kann. Voll overpowered irgendwie. Ich meine, ich habe ja schon mir eine bessere Rüstung gemacht, ne? Und dann sowas. Ist schon die Yagi-Rüstung, also. Und das sollte eigentlich ausreichen, aber da sieht man wieder, das Spiel ist auch gar nicht einsteigerfreundlich. Die Grafik ist eigentlich auch nicht die beste, wenn man so will. Also ich habe mit meiner Aoshira-Rüstung probiert, das möglichst weit zu spielen. Ich bin damit dann bis, glaube ich, Queststufe 3 oder so gekommen. Danach wurde ich von fast jedem Monster one-hitted und so. Und das macht halt keinen Spaß. Wahnsinn, ich habe den großen Vroggy getötet. Das war ja gar nicht schwierig mit dieser starken Morphart. Das ist halt ein groß Vroggy, ne? Ja. Ja, schneid mir jetzt wieder was ab, aber. Wobei eigentlich bringt's das dann nicht mehr. Na doch, wenn du noch ein bisschen spielst. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich das noch lange spiele. Weil ich bin noch nie in den Online-Modus gegangen. Lokaler Multiplayer macht mit dir erst recht keinen Spaß, du blödes Arsch. Ja, ich weiß. Mit dir auch nicht. Da musst du immer hierher kommen hier. Chacha macht auch nichts, die haben die KI nicht verbessert, du blödes Mist. Aber man muss wohl sagen, eins, das hat der Manuel gut gemacht. Er hat mit dem letzten Farmen mal zwei Megaspitzhacken geliehen, die beide nach zwei Schlägen dann kaputt gegangen sind. Da sieht man auch wieder die Logik dieses Spiels. Das ist ja wohl. Eine Spitzhacke, die kann, wenn man sie gut pflegt, über 50, 60, 70 Jahre halten. Quest erfüllt, ja, freudig. Letzter Part vom Let's Play. Ja, yeah. Also winken wir jetzt noch ein letztes Mal und dann freuen wir euch, dass ihr euch trotzdem jetzt diese. Wie viele Parts waren das jetzt? Das müsste jetzt der 16. sein, oder? Ja, 16 Parts. 16 Parts und schon keine Lust mehr. Also da sieht man, das Spiel, das hat einfach. Das kann einfach nichts. Es ist halt zu gleich, also. Nee. Also. Wow, ein neuer Rekord. War ja auch nicht mein erster Großvolk. Nein, nur nicht. Mund auf, Augen zu. Yeah. Ja, toller Name für den Titel. Da sind die auch immer richtig erfinderisch mit den Titelnamen so. Was hat ein Großfroggy mit Augen auf, Mund zu oder Mund auf, Augen zu tun, ne? Naja, zum Ende dieses Parts würde ich auf jeden Fall. Und dieses Let's Play ist ganz wichtig. Haben wir noch zwei Worte für euch. Und zwar. April, April! Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Auch wenn das jetzt ein bisschen vielleicht für manch einen gestellt war, der auch auf das Datum geguckt hat und so. Aber egal, natürlich geht's ja weiter. Ja, ist, ist ja logisch hier, dass das Let's Play macht Hammer Spaß. Das Spiel ist einfach auch übel. Ist einfach geil. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich den Großfroggy jetzt so schnell schaffe. Aber naja, mit dem Pico-Spander hier. Aber das ist gut, dann müssen wir nicht die ganze Zeit so eine Scheiße labern. Weil das ist schwierig, das irgendwas ist Schlechtes darüber zu finden. Es ist wirklich nicht so einfach. Alter, das Spiel ist schon geil. Also wir empfehlen es euch wirklich. Also kauft euch einfach dieses verdammte Spiel, es ist awesome. Ja. Also wir hoffen, ihr seid dann auch beim nächsten Part wieder dabei, wenn es wieder heißt. Jagen oder gejagt werden. Also bis dann. Und tschüss.